Heilige Hildegard von Bingen, bitte für uns. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Evangelium, heute am Gedenktag der heiligen Hildegard. Wir betrachten heute diese Worte. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Eine dieser klugen Jungfrauen, die ihr ganzes Leben lang Jesus entgegenging, war die heilige Hildegard von Bingen. Sie war von Natur aus schwächlich, schüchtern und oft kränklich, doch durch die Kraft Gottes eine starke Frau für ihre Zeit. Sie nannte sich selbst ungelehrt und armselig und wurde doch von Gott durch Schauungen und Visionen in die tiefsten Geheimnisse des Glaubens eingeführt, was sie dann in ihrem Buch Shivyas, Wisse die Wege Gottes, niederschrieb. Dieses Buch wurde dann sogar vom heiligen Bernhard von Clairvaux selbst geprüft und vom Papst Eugen gut geheißen. Sie musste all ihren Mut aufbringen, um Päpsten, Bischöfen und Königen ins Gewissen zu reden. Das brachte ihr freilich nicht nur Lob, sondern auch Schmach und Verleumdung ein. So ist es nicht zu verwundern, dass sie zuvor an Blindheit, Lähmung und Krankheiten litt, bevor sie dies eben ausrichten musste. Doch kaum hatte sie den Willen Gottes ausgeführt und diesen großen Persönlichkeiten den Willen Gottes weitergegeben, war sie wieder gesund. Kurz vor ihrem Tod wurde ihr Kloster sogar einige Monate mit dem Interdikt belegt. Das heißt, in ihrem Kloster durften zur Strafe keine Sakramente mehr gespendet werden. Doch sie wollte lieber in die Hände von Menschen fallen, als das Gesetz Gottes zu übertreten. Denn es brannte in ihrer Brust eine Liebe, die keinen Menschen ausschloss. Der Grund dafür war, dass sie einem bekehrten Ritter die letzte Ruhestätte auf dem Klostergelände erlaubte, obwohl das Domkapitel streng dagegen war. Bekannt ist die heilige Hildegard besonders durch ihre Medizin. Sie studierte die Ursachen von Krankheiten und bemühte sich, wirksame Heilmittel zu finden und anzuwenden. Doch es ging ihr um noch viel mehr, nämlich um das Einhalten der Ordnung, die Gott in uns hineingelegt hat. Sie sagte dazu: Das Grundübel des Menschen besteht darin, dass er mit dem schwarzen Engel immer nur ich und ich sagt und sich anmaßend selbst das Gesetz gibt, so als ob er sein eigener Gott sei. Die Lösung sei, sich selbst zu verlassen, die eigene Unordnung, dann erst den Leib zu kurieren durch Reue. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, das heißt gegen das himmlische Kunstwerk, das ich selbst bin. Der Einzige, der wirklich den Namen Arzt verdient, ist Christus. Er vermittelt die Einsicht und öffnet den Weg zum Vater. In ihrem Werk Ursachen und Behandlung wird deutlich, wie Hildegard sagt, dass Heil und Heilung des kranken Menschen allein von der Hinwendung zum Glauben ausgehen kann. Denn der Glaube allein bringt gute Werke und eine maßvolle Lebensordnung hervor. Jesus, wir bitten dich heute auf die Fürsprache der heiligen Hildegard. Lass uns die Ursachen unserer Leiden, Bedrängnisse und Krankheiten immer besser erkennen und hilf uns, eine gute Lebensordnung zu führen, damit du uns ganz gesund machen kannst an Leib und an der Seele. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef,
heute besonders der heiligen Hildegard, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes und die Kraft des Heiligen Geistes euch von euren Krankheiten, Bedrängnissen und Leiden befreien. Amen. Wie es Gott gefällt, so geschehe es und euch geschehe, wie ihr bittet und ersehnt, zum Ruhme und zur Ehre des hochheiligen Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab über euch, eure Familien, eure Wohnungen, eure Arbeitsstellen. Bleibe immer da bei euch. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.